Herzlich willkommen zur sechsten Sendung von Erdbeben Talk jetzt im Januar. Wir hoffen, die ganzen Zuschauer sind auch wunderbar ins neue Jahr gerutscht, ins Jahr 2023. Dennoch beschäftigt uns heute eine Sache aus dem Dezember 2022 noch, und zwar Sam Peckinpah. Wer ist eigentlich Sam Peckinpah? Und diese Frage würde ich gerne an David Dietrich weitergeben. David, wer ist eigentlich Sam Peckinpah? Ja, Sam Peckinpah war ein US-amerikanischer Regisseur, der zeit seines Lebens 14 Spielfilme gedreht hat. Das ist nicht sehr viel, wenn man das mit anderen so Workaholics in Hollywood vergleicht, ja, die 50, 60, 70 Filme in ihrem Leben drehen. Hat er doch eher wie Kubrick und andere eine gewisse Auswahl getroffen. Peckinpah beschäftigte seit seines Lebens das Thema Männer und Gewalt im Speziellen. Das war immer so ein fester Bestandteil all seiner Geschichten, egal ob das ein Western war, ein Thriller oder ein historischer Film. Ja, es war immer ein Teil seiner Geschichten. Und da seine Geschichten oder seine Filme sehr realistisch umgesetzt sind, auch was die Gewalt betrifft und die Eskalation von Gewalt, war er oft, also wurde er oft halt kritisiert. Man hat ihm vorgeworfen, dass er ein Faschist sei, dass er unnötig Gewalt benutze, um quasi seine Filme zu bewerben, was aber überhaupt nicht der Punkt war. Und was das Problem war für Peckinpah, lange Zeit konnte er sich von diesem Stempel des gewaltverherrlichenden Regisseurs nicht befreien, bis, sagen wir mal so, die neueren Generationen von Filmstudenten in den 80ern, 90ern, 2000er die Werke von ihm aufgriffen und gemerkt haben, hey, der hat was ganz anderes gewollt. Der hat eigentlich die Gewalt und die Männlichkeit entlarvt in seinen Geschichten. Der hat die Mechanismen entlarvt. Ja. Ich selber dazu habe im Studium dazu eine Facharbeit geschrieben, weil es mich fasziniert hat. Weil ich gedacht habe, oh cool, da ist ein Regisseur, der wirklich in jedem Film, findet man das bei ihm, dieses Thema immer wieder aufgreift. Manchmal ein bisschen kleiner, reduzierter, manchmal ein bisschen stärker. Ne? Und der erste große Film, nenne ich ihn jetzt mal so, von 1968, ist The Wild Bunch. Sie kannten kein Gesetz auf Deutsch. Und der war auch ein Mega-Hit, aber auf der einen Seite auch von der Presse gefeiert und zerrissen gleichzeitig, weil man ihm auch vorwarf, unnötig gewalttätig zu sein. Also John Wayne hat sich über den Film ausgelassen und hatte mal gemeint, dass er finde, dieser Film hätte den Mythos des Wilden Westen zerstört. Ja, und vor allem des guten Cowboys. Ja, so. Nur mal so als kleine Einführung. Der Peckinpah hat ja auch zum Teil so wenig gearbeitet, weil er sich eigentlich in seiner gesamten Karriere ständig mit Studios und Produzenten und Stars und eigentlich jedem überworfen hat, weil er natürlich auch durch einerseits seine Art, Filme zu machen und andererseits auch durch seine privaten Eskapaden, der war ja starker Trinker. Seine ganze Karriere lang, der trank ja teilweise 3, 4 Flaschen Whisky oder Wodka am Tag. Und kann man sich vorstellen, wie der dann abends so drauf war, ne? Also nicht gerade leicht mit auszukommen wahrscheinlich. Ja, also ich habe gelesen gehabt, dass er Zeit seines Lebens die Gewalt, die er selber im Leben erfahren hatte, jetzt nicht unbedingt familiär, eher so die männliche Kultur dort in den Staaten, in denen er aufgewachsen ist, so zwischen Texas und Arizona und vor allem halt auch später in seiner Militärlaufbahn halt Dinge ein bisschen erlebt hat, wo er sagte, er konnte das nicht vergessen. Er hätte das nie verarbeiten können, alles. Und war irgendwann an einem Punkt, wo er die Filme, als er merkte, er kann in Hollywood jetzt, oder sagen wir mal, erst fürs Fernsehen und dann für Hollywood Filme drehen als Regisseur und auch Einfluss auf die Geschichten nehmen. Und dann floss aus meiner Sicht so ein bisschen immer diese Themen mit ein. Ja, irgendwann kam das, dass er sich immer wieder so fragte, wie ist das überhaupt? Wie kommt die Gewalt zustande? Ja, und sind wir Männer prinzipiell gewalttätig? Fragezeichen. Ja, ganz großes Fragezeichen bei seinen Filmen. Ja. Obwohl der ja selber nie im richtigen Kriegseinsatz so war. Der war zwar im Einsatz, aber nicht im Krieg wirklich an der Front oder so, ne? Das hat er ja nie live erlebt. Im Gegensatz zu manch anderen Schauspielern wie jetzt Audie Murphy oder so, die ja ganz vorne dabei waren, Oder George Miller, der damals seine Erfahrungen aus der Notaufnahme mit einbrachte, zum Beispiel.
Bei Mad Max und so, der ja dann quasi auf das zurückgriff, was er im Krankenhaus gesehen hat, oder Tom Savini, der im Krieg als Kriegsberichterstatter oder Fotograf, glaube ich, mit dabei war und daher seine Ideen hatte. Ich erinnere mich noch, The White Bunch ist bei mir noch relativ frisch. Den habe ich nämlich als letzten Peckinpah gesehen, irgendwann im Lauf des letzten Jahres. Hatte mich vorher mal etwas erkundigt, war überrascht, dass der früher eine 18er-Freigabe hatte und wollte wissen, was das eigentlich ist, weil Peckinpah kannte ich nur durch Chris Thomason mit Convoy und Pat Garrett jagt Billy the Kid. Er galt lange Also Zeit als brutalste Film aller Zeiten, der Wild Bunch. tatsächlich? Ich meine, Ja. er war heftig für einen Western, aber Also ja. realistische Gewalt, ne? Um was es ging, war nicht jetzt irgendwie nur so eine Horrorfilmgewalt, wo halt dann 20 Liter Kunstblut fließen und keiner nimmt es mehr für voll, sondern es ging um eine realistische Darstellungsweise und das hat sehr viele Leute gestört. Das kam in Hollywood nicht wirklich gut an. Ja? Das Publikum war da, also man kann jetzt sagen, dass er keine Zuschauer hatte, aber Hollywood hat ihn da ein bisschen auch, wie soll man das sagen? Man hat seine Geschichten nicht so gern gesehen. Es sind keine Wohlfühlfilme in der Regel. Er hat zwei, drei vielleicht Wohlfühlfilme gemacht, wenn man da die Legende von Cable Hogue und so Sachen dazu zählt, ja. Aber das war nur sehr wenig, ja. Und das war auch wiederum der Film ist auch wiederum durchsetzt von Fragen, was macht denn das Leben aus? Was kann man als Mann bestreiten und wie tut man das? Greift man zur Gewalt oder nicht? Ja, das ist ja eine seiner zentralen Fragen. Und was man seinen Geschichten ansieht, das hat ihn beschäftigt, jetzt egal mal, wie viel er selber live davon erlebt hat. Er kommt aus einer Generation, die halt mit dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen sind und den ganzen Geschichten auch da heraus. Ne? Das sieht man dann auch wieder in Steiner, das Eiserne Kreuz. Und was er da aufarbeitet, er hat ganz stark, wie diese ganze Generation von damals, mit diesen Rollenbildern gehadert, ja. Auch dessen, was ist ein Soldat, ja, was ist ein ehrenvoller Soldat, was ist ein guter General, was ist ein schlechter General. Ne? Das beginnt bei ihm schon in den Western recht früh, wo er sich mit diesen Heldenfragen dann auch auseinandersetzt und was sind Helden? Und der Wild Bunch war, nachdem er so zwei, drei kleinere Western gedreht hatte, auch teilweise noch fürs Fernsehen, war der Wild Bunch der massive Gegenentwurf. Er wollte immer zeigen, wie er den Wilden Westen sieht, was er für Geschichten gehört hat, was er erlebt hat, was er so mitgekriegt hat aus dieser Männerkultur. Er wollte es nicht beschönigen und auch nicht jetzt irgendwie nur dramatisieren, sondern einfach diese Figuren zeigen, wie sie sind. Und dabei schafft er es, so einen Mittelweg zu gehen zwischen ein bisschen Objektivität, das heißt, er stellt die Charaktere nicht durchgehend als schlecht und nicht durchgehend als gut dar. Ne? Und das haben sich viele nicht in Hollywood getraut, weil ne, es gibt nichts Leichteres, als das Muster zu bedienen, Helden, Schurken. Ja? Und das wollte er nicht. Und er hat gesagt, wenn ich in The Wild Bunches zeige, dann zeige ich, dass die alles in ihren Facetten haben. Ja. Ein Gedanke dazu, ein Gedanke, jetzt nicht bezogen auf Wild Bunch, sondern auf Convoy. Also Convoy zählt für mich zu mit einem meiner liebsten Filme aus den 70ern. Und dann habe ich den vor einer ganzen Weile mal ein paar Freunden gezeigt. Ich zeige den immer gerne mal Freunden. Auch habe schon die Super-8-Fassung mehrfach gesehen und so. Und dann habe ich ihm einem etwas jüngeren Freund vorgeführt und ich wusste gar nicht, wie polarisierend Convoy sein kann. Weil dieser Freund diese Frage nach Recht und Unrecht so stark kritisiert hat und kein gutes Haar an den Truckern gelassen hat, wo ich mir dachte, wirklich? Das fand ich dann sehr interessant. Das zieht sich ja durch alle Peckinpah-Filme, dass er keine wirklichen Helden hat. Das ist ja auch schon bei Major Dundee, auf Deutsch Sierra Chariba mit Charlton Heston. Der ist ja auch kein wirklicher Held. Das ist ja auch so eine Mischung. Der macht ja auch Gewalttaten und so weiter. Oder auch Getaway mit Steve McQueen. Das ist ja ein Bankräuber, ein Gangster. Das ist ja kein Held eigentlich, ne? Und diese Auseinandersetzung, die findet sich halt in vielen Filmen. Oder der Nachfolger Pat Garrett und Billy the Kid, das sind ja beides gesetzlos eigentlich gewesen. Der eine hat dann die Das ist Seiten richtig. gewechselt, ne? Das Also ist das zieht sich durch alle Filme eigentlich durch.
Bei Convoy hatte ich nur immer das Problem, ich kann die Motivation dieser Trucker so gut verstehen. Ich kann auch den Sheriff zu einem Teil verstehen und frage mich dann, ich meine, woher kommt meine Sympathie für Rubber Duck und seine Freunde, wenn die doch eigentlich auch Kriminelle sind? Deswegen musste ich dann darüber nachdenken, was macht diese Figuren eigentlich für mich so greifbar und positiv? Vielleicht einfach nur, dass ich diese Arbeiterklasse einfach verstehen kann mit ihren Problemen, aber das ist es ja womöglich nicht komplett, oder? Es gibt eine schöne Sache bei Convoy, und da kommen wir auch auf die restlichen Filme dann zu sprechen. Peckinpah zeichnet alle seine Figuren so, dass sie eine Wahl haben. Und das ist ganz wichtig. Sie haben die Wahl, der Gewalt zu erliegen, Gutes oder Schlechtes zu tun, und zwar mehrfach in ihren Filmen. Ne? Bei The Wild Bunch ist es relativ klar. Am Schluss, we want Angel, ne? Angel ist tot, wird erschossen, ne, von diesem General. Und William Holden, bam, ballert den um. Ja? Und es ist eine klare Entscheidung zur Gewalt und alles eskaliert. Ja? Bei Convoy als Gegensatz dazu, und das fand ich immer recht clever, weil es halt wirklich, es ist ein Schnitt, es ist ein kurzer Schnitt, aber der erklärt am Schluss alles. Ja, wenn Robert Duck auf dem Panzer zufährt, war das wirklich eine spannende Frage. Warum, ne, warum rammt der den nicht? Ne? Als Kind habe ich mich das gefragt, und später habe ich gesehen, dass es eine bewusste Entscheidung von ihm ist. Er sinkt ja, er wird auf ihn geschossen vom Ernest Borgnine, ne? Der feuert mit einem MG auf den Truck, und er sinkt hinter den Motorblock, wo er erstens mal sicher ist, und reißt dann in einem Schnitt das Lenkrad rum, kurz bevor er das Ende der Brücke erreicht. Das heißt, das ist auch eine Entscheidung, das ist kein Zufall, weil die Hand geht hoch, reißt das Lenkrad runter, und es ist eine bewusste Entscheidung, nein, ich werde dem nicht die Befriedigung geben, jetzt diesen Konflikt aufs Allerhärteste auszutragen bis zum Schluss, sondern ich beende das vorher. Und das rettet nach der Peckinpah-Theorie Robert Duck das Leben. Ja? Das heißt, dadurch, er verliert zwar ein Auge, ja, am Schluss, aber das ist relativ wenig für das, was hätte passieren können. Und zwar haben alle Peckinpah-Figuren in allen Filmen immer die Chance, das Leben anders da weiterzuführen. Entweder entscheiden sie sich für den Tod oder sie entscheiden sich fürs Leben. Ja. Du hast das so lebhaft gerade beschrieben, ich hatte die Szene 1:1 gerade vor Augen. Cool. Ich musste jetzt auch gerade an einen anderen Film denken von Sam Peckinpah. Und da sehe ich die ganze Zeit bei Andreas Hild im Hintergrund den Film Wer Gewalt sieht, Straw Dogs. Wer Gewalt sieht, ganz genau. Und das war auch eine, das der mich Hoffmann, erschüttert oder? Hat. Ja. Mhm. Zuerst hatte ich Convoy gesehen von Sam Peckinpah. Das ist natürlich einer, der auch sehr oft im Fernsehen lief. Dadurch war er sehr bekannt und kam man auch sehr schnell daran, was zu sehen. Und danach kam dann auch der Wer Gewalt sieht. Und das war natürlich einer, der einen richtig erschüttert hat durch die ganze Gewalt, die da einem entgegenschlägt. Und vor allen Dingen auch diese Analyse, die kommen ja in eine neue Ortschaft und werden dann dort von den Bewohnern halt nicht so gerade willkommen geheißen. Ne? Das ist so eine verschworene Gemeinschaft, wenn ich mich noch so recht erinnere an den Film. Und einige von denen, es sind so Ressentiments, die wohl entstehen. Und die greifen dann dieses Ehepaar an. Und Andreas, was sagst du denn zu dem Film? Ja, es ist also für mich einer seiner besten Filme, weil man da auch noch diesen puren Peckinpah erlebt, glaube ich. Noch diesen, wir hatten ja eben über Convoy gesprochen, der meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr ins Mainstream abgleitet, was eigentlich schon, ich glaube, es war auch nicht Peckinpahs Favorit gewesen. Er hat da auch, glaube ich, viele Konventionen machen müssen bei dem Film. Es war eigentlich die beste Zeit, lag, glaube ich, da auch schon hinter ihm, auch durch die Drogen und Alkohol. Und ich denke so, Straw Dogs ist wirklich noch so ein Film, wenn man so den Kern von Peckinpah so ein bisschen erfassen will, dann ist das auf jeden Fall ein Film, wenn man noch keinen Film von ihm gesehen hat, wird man vieles, was ihn ausmacht, in so einem Film erkennen können. Die Spirale der Gewalt, die Mechanismen der Gewalt, die immer mehr eskalierende Situation und ja, wie die Individuen darauf denn reagieren. Und es ist natürlich auch ein Film gewesen, wie bei vielen Peckinpah-Filmen, auch Wild Bunch
oder einige andere, dass Straw Dogs natürlich auch zensiert worden ist. Es sind im deutschen Fernsehen ist ja oft nur gekürzt gelaufen. Er hat da natürlich diese sehr, sehr ausgiebige Vergewaltigungsszene drin, die natürlich schon sehr extrem ist und die in vielen Fassungen halt auch geschnitten war lange Zeit. Und wir hatten eben über Wild Bunch gesprochen, der ab 18 lange Zeit freigegeben war und der natürlich auch in extremen Situationen geschnitten war. Dann hatten wir, aus anderen Gründen war Major Dundee geschnitten um eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Also wir sehen immer wieder in den Filmen von Peckinpah, also dass die doch sehr stark beschnitten worden sind und natürlich dann Fassungen teilweise erstellt worden sind, die dann einfach nicht mehr das, was der Regisseur als Intention hatte, dann dargestellt haben. Und da hat er natürlich zeitlebens seine Probleme mit. Und wie gesagt, ich kann den Film nur jedem empfehlen, der noch nicht gesehen hat. Es ist ein Film, der wirklich viel über Gewalt erzählt und wie sie in das Leben in diesem Falle von normalen Menschen richtig eingreifen kann. Wirklich ein toller Film. Major Dundee zum Beispiel gibt es ja immer noch nicht komplett ungekürzt. Das ist ja auch immer noch die vom Studio zusammengebastelte Fassung um ein paar Szenen ergänzt. Weil die ursprüngliche Fassung von Peckinpah, die ist verschollen. Vielleicht hat die irgendwann noch irgendwo im Archiv, aber die gibt es halt nicht auf irgendeinem Medium. Ne? Die andere Szene ist nur um ein paar Szenen erweitert. Peckinpahs persönlicher Lieblingsfilm, laut den Aussagen, was man so liest, war ja Cable Hawk, den du vorhin schon erwähnt hast. Eigentlich ein ganz, sagen wir mal, ein bisschen abwegiger Film für sein Oeuvre, wenn man das so will. Aber der hat ja auch dann zum Beispiel kurz danach Junior Bonner gedreht, der ja auch zum Beispiel nicht unbedingt reinpasst. Keine Gewalt, überhaupt keine Gewalt. Da geht es um abgehalfterten Rodeo-Cowboy, auch mit Steve McQueen. Guter Film, aber den haben sie damals als typischen Steve McQueen-Actionfilm vermarktet. Was er nicht war, hat natürlich dementsprechend auch wenig Erfolg gehabt. Ne? Also gerade bei Cable Hawk und so, das ist, was mich auch interessiert hat, weil man könnte ihn als Dramakomödie bezeichnen. Ja, es ist ja zum Lachen, es ist ja ironisch und sarkastisch, was da passiert. Die Schicksalsschläge. Peckinpah meinte mal drüber, ja, er wollte in diesen Filmen, auch in Bezug auf Straw Dogs, ja, er wollte unterschiedliche Männercharaktere auch einfach porträtieren. In Straw Dogs ist die interessante Frage, die er stellt, wie geht der Intellektuelle mit der Gewalt um? Ne? Da ist ein Intellektueller, der bisher immer in seinem Leben ausweichen konnte der Gewalt, der sich räumlich und sozial davon abheben konnte. Und jetzt kommt er in eine Situation, wo er nicht mehr mit Worten das besänftigen kann und wo es zu einem Eskalationspunkt kommt. Und das war das Interessante für ihn. Und bei Cable Hawk genauso die Frage, muss ein Mensch, der vom Schicksal gebeutelt wird, ne, das wird er ja, er wird ausgesetzt, er soll verdursten in der Wüste, er hat lauter Schicksalsschläge, die er erleidet, Krankheiten, alles Mögliche, ja, nicht wirklich Freunde, nicht wirklich Hilfe von irgendjemandem und muss sich dadurch sein Leben schlagen und baut sich aber selber was auf und stellt sich gegen die Gewalt. Er könnte ja Rache nehmen an seinen Hechern, die ihm am Anfang des Films verfolgen. Aber das macht er nicht. Er entscheidet sich dagegen. Trotzdem stirbt er einen dramatischen Schluss. Aber, und jetzt kommen wir, das ist wieder dieser Peckinpah-Mechanismus. Das Schöne ist, er stirbt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber er stirbt unter Freunden und er stirbt auch als relativ wohl, ne, also auch inzwischen als ein bisschen reicherer Mann, der Geld hat und der es zu sozialem Ansehen geschaffen hat. Das heißt, er hat die Dinge erreicht, von denen er nicht einmal geträumt hat am Anfang. Ja. Und deswegen schließt er relativ zufrieden mit seinem Tod auch ab, ja, und sagt dann so, Ruhe, Mann, da hinten, hier wird gerade gestorben, ja, über sich selber. Ja, so, wenn der Priester dann halt der David Warner irgendwie noch was in den Kommentaren im Hintergrund sagt. Ne? Der ganze Film in sich steht auch immer mit der Frage, wie gehe ich mit meinem Leben um und für welchen Weg entscheide ich mich? Das ist immer ein zentraler Punkt. Und bei Garcia oder bei Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia, das ja nach seiner Aussage so der Film war, wo die Studios am wenigsten negativen Einfluss drauf genommen haben. Sie haben ihn frei machen lassen.
Man hat, glaube ich, nichts erwartet von dem Film. Man wusste nicht, was er da macht und zusammenbastelt. Er konnte das in Mexiko auch relativ ungehindert und ungeniert drehen, die Story. Erst später ist man dann klar geworden, dass es schon eine Gewaltorgie natürlich ab einem gewissen Punkt ist für die Zeit und gemessen daran, dass es ein realistischer Film sein soll. Die Hauptfigur hat eine, oder sieht sich jetzt mal, es ist ein Unglücksrabe, er sieht sich vom Schicksal geküsst. Er hat eine Information, die seine Feinde nicht haben. Also die örtliche Mafia jagt Alfredo Garcia, weil der die Tochter eines Mafia-Chefes geschwängert hat, ja. Und er weiß, dass dieser Garcia schon längst tot ist und begraben. Der hat einen Autounfall und sieht die Chance, naja, wenn die den Kopf wollen, dann schlage ich nachts den Kopf ab, heimlich, und bring den denen und bin dann endlich mal der Glückspilz. So denkt er sich, ne? Alle Figuren im Film warnen ihn aber, einschließlich seiner Freundin Elita, die immer wieder sagt, lasst es, das bringt nichts, das bringt nur Unglück, ja. Gewalt zieht Gewalt nach sich und so. Und somit eskaliert es immer mehr, weil dieser Mafiosi ja nicht nur ihn darauf angesetzt hat, sondern er hat eine ganze Armee von Leuten, ne? Also von Killern, von mexikanischen Bauern, die sich was da dazu verdienen wollen und so. Jeder macht Jagd auf diesen Schädel, ne? Und die Hauptfigur Benny kommt halt immer mehr in die Zwickmühle, dass egal was er tut, er immer mehr das Gefühl hat, er wird umkreist und umzingelt und er leidet dann irgendwann auch so mental den kompletten Kontrollverlust, dass er halt dann durchdreht und irgendwann auch mit dem Kopf, der ja immer so neben ihm im Auto dann sitzt oder liegt ab und zu, ne, in so einer kleinen Jutetasche, wo er dann immer mit dem spricht und so und dann immer mehr auswirkt. Man merkt, jetzt verlässt er langsam die Realität, ja. Und am Schluss geht's eigentlich, nachdem seine Freundin gestorben ist, Bauern, Passanten, Leute, die in die Schießereien mitverwickelt wurden, also ein riesiges, gewalttätiges Fiasko ausgelöst wurde. Geht er zu diesem Boss, geht er zu diesem Auftraggeber und ja, löst dann ähnlich wie in The Wild Bunch halt wirklich den Konflikt, indem er halt einfach sagt, jetzt nehme ich Rache für das, was man glaubt, was man mir genommen hat und mir angetan hat. Er konnte die Situation nicht richtig einschätzen zu Beginn des Films. Er glaubt, dass das nur eine kurze kleine Aktion ist, ja, und hat sich da in einen riesigen Konflikt eingemischt, mit dem er dann am Schluss nicht mehr handeln konnte. Und dieser Film war ja jahrzehntelang umstritten, auch schwer umstritten, auch wurde gekürzt, wurde auch nie ungekürzt im Fernsehen gezeigt oder so. Aber das Ding war dabei, erst jetzt auch in den letzten Jahren fangen die Leute an, den zu entdecken, weil er das Musterbeispiel ist, wie sich Gewalt halt potenziert, ja, und dann alle in Dunstkreis, die außenrum sind, halt mit erledigt, ja. Dass man nicht mehr rauskommt, wenn man sich dann auf so Kräfte und Mechanismen einlässt. Und das ist so einer seiner, wie The Straw Dogs, einer seiner typischsten Filme. Mag nicht jeder oder mag auch nicht jeder mögen, weil er halt auch kein Wohlfühl-Movie ist, ja, garantiert nicht. Aber es ist, das mag ich sehr, das habe ich damals schätzen gelernt, Dami, er ist konsequent. Es ist kein dummer Film, der am Schluss dann wieder irgendeine dumme Lösung hat für alle Probleme, sondern das muss man Peckinpah lassen. Er ist meistens konsequent in seinen Filmen. Und doch hinterließ er bei mir ein ganz, ganz mulmiges Gefühl, ein ganz komisches Gefühl, weil ich ihn nicht so konsequent finde. Jetzt, du hast gerade schon Okay. gesagt, er war der Verlierer, der Benny, und er wird ja auch im Film auch selber als Verlierer, ewiger Verlierer bezeichnet. Aber eigentlich ist er Wahnsinns-Glückspilz. In dem Film um ihn herum sterben Minimum 19 Menschen. Und Ja, er ja. ist der Pianospieler, ist auf einmal der Riesen-Revolverheld, der alle niedermäht, der von keinem auch nur verletzt wird bis zum Schluss. Also ernsthaft verletzt wird, schießt über den Haufen, wird nicht erwischt, zeigt es allen so richtig. Also ein Pechvogel stelle ich mir anders vor. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist dieser Widerspruch und ja, das Andreas, stört mich in dem Film. Benny hat dieselbe Funktion wie in Moby Dick die Figuren. Er muss quasi den Leuten von der Moral der Geschichte ja erzählen können. Sonst ist ja niemand mehr da. Wenn alle am Anfang erschossen werden, dann wäre die Geschichte ja ruckzuck rum. Ne? Also irgendjemand muss ja die Moral transportieren danach am Schluss. Also,
Ich muss sagen, ich kann mit dem Film auch nicht so viel anfangen. Ist für mich einfach ja mit der schwächste Film von Peckinpah. Aber ist der einzige Film, bei dem man wirklich Final Cut hatte. Hat er sonst bei keinem anderen Film gehabt. Die haben sonst die Studios immer dran rumgeschnitten. Den gab es natürlich auch lange nicht ungekürzt, wie du auch gesagt hast, gerade in Deutschland oder in Amerika an Gewalt gekürzt oder auch da die Vergewaltigungsszene, da wurde in den USA damals ein bisschen dran rumgekürzt. Ist ein, auf jeden Fall, wie Andreas auch schon sagt, kein Wohlfühlfilm, eher so ein merkwürdiger, vielleicht auch schon abgefahrener Film. So ein Roadmovie auf der Suche nach einem MacGuffin. Das ist ja der Kopf dann, ne? Er gilt, inzwischen habe ich jetzt gelesen irgendwo, dass er als skurriles Meisterwerk gilt. Ja? Also, dass er so aufgrund seiner Art, wie er gestrickt ist, der Film, dass man jetzt die Qualitäten erkennt. Aber es ist ähnlich wie bei 2001 oder anderen Filmen. Es ist kein Film zum alleine zum Zurücklehnen. Ja, du wirst gefordert und entweder du lässt dich auf die Thematik ein oder nicht. Ja. Und von der Haltung her mental war Kubrick ähnlich gestrickt, nicht von den Themen, aber von der Haltung. Ja. Skurril, ja, stimme ich voll zu, aber Meisterwerken, ja, kann dran liegen, dass ich mit Warren Oates als Hauptdarsteller nicht so viel anfangen kann. Ich finde den halt nicht so überzeugend irgendwo. Das ist kein Schauspieler, zu dem ich so, da fehlt mir irgendwas, ne? Ist nicht greifbar für mich. Jeden Fall auch keiner, dem man den Revolverhelden abnimmt, der sich der alle niedermäht. Das ist. Hätten sie vielleicht lieber wechseln sollen und Kris Kristofferson die Hauptrolle geben sollen, es hätte vielleicht besser gepasst, ne? Er musste ja vergewaltigen, das konnte er Ja. nicht. Ist Der war ja übrigens in dem Film. interessante Hintergrundgeschichte. Die haben ja vorher Pat Garrett und Billy the Kid gemacht, Peckinpah und Christofferson. Da sind ja übelst oft aneinander geraten, wie jetzt, in welcher Ausrichtung das geht und so weiter. Und der Peckinpah war ja immer schon sehr aggressiv auch gegenüber. Aber der hat dann hinterher zugegeben, naja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Christofferson, weil das so ein Army Ranger ist. Wenn es schlecht geht, könnte er mich vielleicht töten. Ne? Und deshalb war der da dann immer ein bisschen vorsichtig. Und sagte dann auch mal im Interview, mit Christofferson zu arbeiten, war eins der besten Erlebnisse meines Lebens, also arbeitsmäßig. Ne? Kleine Anmerkung zu Pat Garrett, und das finde ich wunderbar, das ist ja auch einer seiner poetischsten Filme. Dass alleine Bob Dylan, ja, für diesen Film Knocking on Heaven's Door schreiben durfte, ist der Wahnsinn, ja, weil der Song ja oft gespielt ist und fast alle den kennen. Also es gibt ja fast niemanden, der den nicht in irgendeiner Version schon mal gehört hat. Ja, es ist ein weltberühmter Song und der wurde für diesen Film geschrieben. Und was Bob Dylan gesagt hat, er wollte das Universum oder diese Geschichten, die Peckinpah erzählt, wollte er ein bisschen poetischer unterstützen. Dass nicht nur die Gewalt es ist, sondern auch natürlich auch das, was da mit dem Song die ganze Gefühlswelt, die dann für die Figuren mit rüberkommt. Ne? Und das muss man einfach auch anerkennen. Ja, er hat also auch andere, auch Schauspieler und alles und Leute zu inspiriert, da auch in ihre Grenzen zu gehen oder auch neue Sachen zu machen und zu entdecken. Ne? So. Bei Pat Garrett, die ganze Filmmusik ist ja von Bob Dylan, nicht nur Knocking on Heaven's Door, da gibt es ja noch zwei, drei andere richtig gute Lieder. Da ist zum Beispiel die Todesszene, Sterbeszene von Slim Pickens, der den Ja. Sheriff da spielt. Das ist quasi zu schön zum Sterben, könnte man sagen, weil das durch die Musik so ja, gewertet wird oder eingerahmt wird. Das ist also schon phänomenal gemacht. Ne? Ein ganz großer Regisseur, das vor allen Dingen der 70er Jahre, ne? Das muss man sagen. Also Sam Peckinpah, an dem kommt man nicht vorbei. Allerdings, jetzt kommen wir mal zum zweiten Thema unserer Runde, die Höllenfahrt der Poseidon. Das war natürlich einer der ganz großen Katastrophenfilme der 70er Jahre. Und da muss ich mal der Andreas Hild fragen, vor der Höllenfahrt der Poseidon, da gab es doch auch viele Klassiker, die auch so in diese Katastrophenrichtung gingen, oder? Ja, also wenn man ja heutzutage von Katastrophenfilmen redet, dann geht man ja eigentlich immer auf die 70er Jahre zurück. Meistens ist Airport dann der Film, der mit dem alles begann. Aber wenn man mal in die Filmgeschichte, so in die Tonfilmgeschichte reinschaut, ist ja, ich denke jetzt mal 1936 San Francisco, der so ein bisschen auch an Erdbeben angelehnt ist, und das große San Francisco-Erdbeben 1906. Clark Gable damals, dann einige Jahre später, dann
gehen wir vielleicht in die 40er Jahre rein. Dann gab es die Titanic-Verfilmung 43, die noch damals von der UFA gemacht worden ist, die ja so leicht propagandamäßig war. Und dann ging es in die 50er Jahre rein. Dann kam der jüngste Tag, den wir als Katastrophenfilm eventuell mit Ja. Science-Fiction-Elementen versehen. Heute wird man vielleicht dann aus den 70ern Meteor nehmen als Vergleich. Oder Deep Impact. Dann hatten wir einen Film von John Wayne, der oftmals vergessen wird, der auch sehr selten in Deutschland gezeigt wurde, The High and the Mighty Ja. von 54. Das war so ein Vorgänger auch von Airport, also mehrere prominente Schauspieler in Rollen im Flugzeug und dann kommst du halt zur Katastrophe. Dann hatten wir Höllenfahrt 1959, auch ein Katastrophenfilm, der sich dann wiederum auf Poseidon so ein bisschen anlehnt, der später gedreht wurde. Dann hatten wir die 60er Jahre, die Irvin Allen-Filme, wie zum Beispiel Unternehmen Feuergürtel, so ein bisschen in Richtung Katastrophe. Ja, und dann kommen wir immer weiter. Dann haben wir einen Film, Der Teufel kommt um 15:30. Da hat sie sich dann mit Vulkan auseinandergesetzt. Also der war mit Frank Spencer Tracy Sinatra, und Spencer Frank Tracy. Sinatra, genau. Also wir sehen Krakatoa in Mitte der 60er Jahre. Wir sehen, wir kommen jetzt immer weiter. Und dann kam halt Airport 1970 raus und der hat dann die Welle der 70er Jahre im Prinzip eingeläutet Ja. und hatte weltweit 125 Millionen eingespielt und das war natürlich dann die Initialzündung, da hatte man gesehen, damit kann man Geld verdienen und dann ist diese ganze Welle von Katastrophenfilmen in den 70er Jahren erst in Bewegung geraten, die so, ich würde sagen, so endet mit so um 1980 rum, da gab es noch diese Meteor ungefähr. Meteor, dahinter gab es, glaube ich, noch diesen mit Paul Newman, Ach so, ja. Um 9 Uhr diesen. geht die Erde unter oder so. Ja, genau. Und dann war aber auch Ende. Das waren so 10 Jahre, kann man sagen. Und ja, Poseidon war dann, wie gesagt, im Zuge von Airport kam er dann raus, hat ungefähr vom Einspielergebnis auch so um die 125 Millionen eingespielt. Damit übrigens deutlich mehr wie der danach folgende Erdbeben, der so um 75 Millionen lag. Hatte aber Höllenfahrt der Poseidon hatte 8 Oscar-Nominierungen. Das ist also auch schon herausragend zur damaligen Zeit, wo es ja noch wesentlich weniger Nominierungen gab. Und er hat, glaube ich, 2 gewonnen, einen für den Titelsong und war halt im Prinzip auch eine Blaupause wie Airport davor, prominente, bekannte Darsteller in meist kleineren Nebenrollen, auch in Hauptrollen, aber auch wie gesagt in vielen Nebenrollen besetzt. Und dann hatte man halt dieses Thema, dass irgendeine Katastrophe passiert und diese Prominenten, sage ich jetzt mal, sich dann da irgendwie retten müssen und so weiter und so fort. Das war eigentlich diese Blaupause, die wir da hatten. Und Poseidon ist halt in meinen Augen einer der besten Vertreter des Genres, weil er sehr stringent erzählt ist. Er ist hat natürlich mit Gene Hackman auch einen hervorragenden Schauspieler in der Hauptrolle, mit Shelley Winters, eine super Darstellerin und natürlich dann mit Ernest Borgnine, einer meiner absoluten Lieblinge, der immer so ein bisschen dann so ein ja, Hau drauf manchmal spielte, der sich nicht immer unter Kontrolle hat. Wir hatten ihn ja auch schon bei Peckinpah in Wild Bunch beispielsweise, Convoy, erstklassiger Schauspieler und das rundet den Film dann so ein bisschen ab, dass man also tolle Schauspieler hat, Spannungselemente und er geht relativ schnell zur Sache. Also so ein Film, der im Prinzip nach 10 Minuten, Viertelstunde schon in die Vollen geht. Wir haben dann Leslie Nielsen noch am Anfang als Kapitän, noch damals in einer ernsten Rolle. Und da hat man auch mal so gesehen, wenn man so mal ein bisschen vergleicht, dass er damals ja auch vorwiegend bis 1980, glaube ich, nur ernste Rollen gespielt hat. Und dann ja erst durch die Airplane-Filme im Prinzip dann in das komödiantische Fach gewechselt ist. Also das ist wirklich ein absolut, absolut herausragender Katastrophenfilm der 70er Jahre. Das basiert ja auf dem Buch von Paul Gallico. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand das Buch kennt und dann den Film sieht, da geht es doch sehr deutlich auseinander. Das Buch ist wesentlich fieser und ja, das Happy End ist so, naja, Happy End im weitesten Sinne von dem Film ist da so ein bisschen
außen vor gelassen, ne? Also das ist doch deutlich zynischer in dem Buch. Also ohne das jetzt zu spoilern, da gehen auf jeden Fall mehr Leute drauf. Was ich ja zum Beispiel gut fand bei dem Film, die haben ja viele Szenen auf dem echten Schiff gedreht, auf der damaligen Queen Mary. Die konnte man, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder ist, aber bis 2018, 19 konnte man in Amerika, die liegt da irgendwo vor Anker, konnte man das so als Besichtigungstour immer noch durchgehen durch das Schiff und da haben die halt viele Szenen drauf gedreht. Gut, der Rest natürlich im Studio. Dann haben die natürlich ein paar richtig gute Stunts da drin, vor allem dieser berühmte Fensterstunt von einem eigentlichen damaligen Schauspieler, Ernie Orsatti, der dann hinterher Stuntman wurde aufgrund dieser Szene, wo der da runterkracht, ne? Die anderen Stars, die haben auch einige der Stunts selber gedreht. Auch die Shelley Winters zum Beispiel, die Schwimmszenen und so weiter, hat die extra für trainiert, dass sie das auch ja, gut rüberbringen kann und dann nicht nach 2 Metern halb absäuft. Ne, also da war schon ein bisschen Einsatz mit dabei. Hat es ja gelohnt für sie, eine Oscar-Nominierung und Golden Globe hat es ja gewonnen dafür. Also kann man sagen, Einsatz gelohnt. Und den Film macht es unheimlich realistisch. Also, Ja. ich kann es immer noch nicht fassen, dass der eigentlich von Anfang der 70er Jahre ist, weil, also gut, ich habe ihn als Kind dutzende Male gesehen mit anderen Augen, wahrscheinlich als ich ihn jetzt sehen würde, aber für mich waren das immer perfekt fast. Also, die war einfach gut gemacht, auch effektemäßig. Ich habe immer mitgefiebert, egal wie oft ich ihn gesehen habe. Also man kann eigentlich sagen, wenn man so ein Cut ziehen will in den 70ern, Irwin Allen hatte ja Flammendes Inferno gedreht und dann kam ja also Swarm und das Swarm war eigentlich der Film, der eigentlich die Katastrophenfilme dann ins Bodenlose hat fallen lassen. Also der war ein Totalflop, hat eigentlich funktioniert wie die anderen Katastrophenfilme, wieder mit vielen Stars, aber der Film hat überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Und das wollte auch dann nachher keiner mehr sehen. Und dann war die Katastrophenfilme eigentlich durch in den 70ern. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund. Natürlich ist auch, weil wir uns ja in den 70ern bewegen, gibt es natürlich die berühmte Grenzlinie vor Star Wars und nach Star Wars. Ja. Der Publikumsgeschmack hat sich danach halt auch nach der Weiße Hai und anderen Filmen radikal auch dann wieder geändert in eine andere Richtung. Man wollte dann fantastische Filme sehen, ja, quasi mit den jetzigen Möglichkeiten an Spezialeffekten und allem, was man erwartet hat. Und das hat natürlich auch wieder von diesem Katastrophenthema abgelenkt. Und viele Filme, die gerade produziert wurden, als Star Wars rauskam, haben halt dann auch drunter gelitten, dass sie einen Mangel an Werbung hatten, ne? Dass sie gar nicht die Werbung generieren konnten gegen den Film und sich im Kino behaupten konnten, ne? Das sei zum Beispiel Straße der Verdammnis genannt. Das ist ja so eines der berühmtesten Opfer. Ja, Christoph? 25 Millionen gekostet, 2 eingespielt. Christoph, was meinst du? Ich dachte jetzt auch eher an diese Sache. Wir haben ja beim Katastrophenfilm immer Mensch gegen die Natur. Und wenn ich mir jetzt modernere Katastrophenfilme ansehe oder wo wir auch vielleicht auch schon den Weg zum Remake finden können, denke ich mir zum Beispiel, da, wenn ich mir, wer erinnert sich noch an Daylight mit Stallone? Dieser Film hat auch nicht wirklich funktioniert, denn ich sehe das so. Die Figur Stallone all seinen Filmen hat immer einen konkreten Gegner. Und in diesem Fall hat er keinen konkreten Gegner vor sich und irgendwie wollten die Leute das nicht sehen, habe ich das Gefühl. Das ist Das. ja eigentlich immer bei so Wellen, sage ich jetzt mal, Wellen von Filmen oder so eine gewisse Zeit, wo Filme gerade in sind und dann kommt was Neues und dann ist das Alte erstmal abgeräumt. Das gab es ja in den 50ern zum Beispiel schon, da gab es ja diese Creature Features, also diese Monsterfilme, die dann zum Teil in 3D gedreht wurden. Und dann gab es ja 50 Jahre fast kein 3D. Ne? Da gab es hier das Kabinett des Dr. Bondi und Tarantula und so, die waren alle in 3D mal gemacht. Und danach war das aber 50 Jahre fast puff weg, ne? Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und das ist mit den anderen Filmen genauso. Dann war eine Welle von Science-Fiction-Filmen, da hat ja jeder versucht, auf die Star Wars-Welle aufzuspringen. Und da kam ja ein ja, Science-Fiction-Film nach dem anderen, einer schlechter als der andere teilweise, ne? Oder als Rambo kam, dann kamen 50 Dschungelfilme, wo ein Mann gegen die ganze Armee da kämpft und so. Das ist ja immer so gewesen, ne? Immer Und noch jetzt, also. genau, also alles, was Geld macht, das ruft nach Fortsetzung oder nach Plagiaten oder. Gibt es ja jetzt Studios, die haben sich komplett auf sowas spezialisiert, so eine
Asylum Schmiede, die, wenn irgendein Blockbuster kommt über irgendwas, Saurier und hast du nicht gesehen, dann machen die ein Low-Budget-Ding davon, das kostet 500.000 und dann gucken das 100.000 Leute und dann haben sie fünfmal ihr Geld eingesperrt, ne? Das darf Darf man ich da nicht. mal eine Mutmaßung machen? Und da Ausnahme. sind wir bei der absoluten Stärke vom Original-Poseidon-Film. Der Original-Poseidon-Film hat aus meiner Sicht nicht nur jetzt wegen Spezialeffekten super funktioniert, sondern wegen der Darsteller. So wie du richtig gesagt hast, ist es in Daylight von Stallone ein bisschen schwierig, weil der Gegner schwer auszumachen ist. Bei Poseidon Inferno waren aber die Autoren clever genug, Gene Hackman und Ernest Borgnine miteinander sich anlegen zu lassen. Ne? Der eine der Pessimist, der andere der Optimist. Und man will sehen, wer gewinnt. Und die anderen sind so, die wissen nicht. Ne? Die gruppieren sich so außenrum und sind von der Idee mal begeistert, dann von der anderen mehr und so. Ne? Das heißt, die Gruppe wird da mitgezogen. Und am Schluss muss Ernest Borgnine über seinen Schatten springen, wenn ne, Gene Hackman ja schon tot ist, und muss die Gruppe weiterführen. Ja, was richtig tolle Szene ist, ja, wo die anderen dann auch anfeuern und sagen, jetzt zeigen sie endlich mal, dass sie auch was Optimistisches in sich haben, ja. Und sowas. Das heißt, für die Zuschauer war das die Geschichte und der Kern und war spannend genug. Deswegen war ja auch Oscar-Nominierung fürs beste Drehbuch und andere Sachen auch mit drin, ja, oder Adaption, besser gesagt, ja, nach dem Roman. Aber bei den neueren Filmen, da kann man jetzt drüber diskutieren. Ich fand, die Schwäche des Films war, dass die aus meiner Sicht die Charaktere mir zu flach waren und zu klischeehaft und wir natürlich vom Originalfilm in etwa wussten, was passieren würde. Ja? Da hat sich dieser Figurenkonflikt nicht wirklich so entsponnen wie im Originalfilm. Und die Stärke von Der Sturm von Petersen war, dass wir hier wieder so ein Musterbeispiel haben für richtig gutes Storytelling, Drehbuchschreiben. Denn da ist ein Konflikt drin. Ja? Ich habe dieses Buch gelesen, Der Sturm, über diese Originalgeschichte, dieser Gruppe von Seeleuten, die da verloren gegangen ist und was man mutmaßt und was man weiß aus Funksprüchen, aus Letzten und so. Das ist ja so ein bisschen zusammengesetzt alles. Wolfgang Petersen hat es das super verstanden, in der Sturm diesen Konflikt aufzumachen. Gehen wir nach Hause oder also überleben wir das oder sterben wir? Ja, und diese konsequente Entscheidung zu sagen, ganz hart, hey, wir gehen drauf, aber dafür ist es also was auch in der Realität passiert ist, ja, aber dafür hat es halt auch einen harten Konsequen also es hat auch einen konsequenten Schluss für die Zuschauer, wo man dann auch trauern kann und wo man ganz eigene Emotionen reinlegen kann. Es ist realistisch, es ist aber toll gespielt. Es ist nicht nur einfach, wir sterben jetzt, sondern es ist ja auch noch mal so eine, sie sinken ja unter Wasser, ja. Und George Clooney entscheidet sich dagegen und drückt sich nach unten, ja, will gar nicht mehr hoch, ja. Das ist Storytelling, ja. Und bei dem neuen Poseidon haben sie das, hat Petersen, warum auch immer, das nicht so gut ausgearbeitet. Ja, das war meine Meinung. Ich hatte auch hohe Erwartungen, habe gedacht, wow, tolle Schauspieler. Ja, hatte er ja. Daran hat es ja nicht gemangelt. Und ich dachte, oh, warum lässt er das so oberflächlich mit diesen einfachen Rollenkonstellationen, gut und böse und Schurke und Gentleman und so, warum lässt er das da so einfach bei sich? Ja. Also Aber ich du hast David, wenn recht, ich mal ich. kurz. Ja. Ich würde auch sagen, dass bei der Sturm vor allen Dingen auch die letzten Szenen im Boot vor allen Dingen sehr gesessen haben. Da hast du recht. Die treffen voll. Volle Kanne. Wie bei Poseidon beim Original. Du bist am Schluss geflasht, wenn du es nicht weißt, was passiert. Ja. David, du sagst ja eben in der Schauspieler. Also ich kann mich jetzt an das Remake jetzt auch nicht mehr großartig erinnern, wer außer Kurt Russell jetzt da großartig hervorgestochen hat, also von den Richard Schauspielern. Du Dreyfuss, sagtest, ja. Ja. ja, okay, habe ich schon gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass der da mitgespielt hat. Ja, aber es war tatsächlich, wie du es auch geschildert hast, es waren einfach die Charaktere, die Ausarbeitung der Charaktere. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, Poseidon Inferno hieß er ja damals, glaube ich, nur in Deutschland, in Amerika Poseidon Adventure, das Original. Wenn man sich die Filme anschaut, ich glaube, das Original dauert so 115 Minuten, 120 Minuten. Und wenn das Remake schon kürzer ist wie das Original, dann leuchten bei mir schon irgendwie die Synapsen auf. Weil das ist schon sehr komisch, ne? Weil heute ist ja immer der Hang dazu, etwas viel länger zu erzählen, wie das Original mal war. Egal welchen Film man eigentlich nimmt. Und der war nur eine Viertelstunde, glaube ich, kürzer. Und da habe ich mir schon direkt gedacht, was muss man von der Handlung wegnehmen, um den Film kürzer zu machen?
Und es ist im Prinzip die gleiche Handlung, aber man hat an der Charakterentwicklung einfach nicht gearbeitet. Es ist, es wird eigentlich, es interessiert eigentlich auch überhaupt gar nicht, was mit den Charakteren passiert, weil sie so oberflächlich gezeichnet sind, dass einem egal ist, ob die sterben oder überleben oder sonst irgendwas. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, meiner Meinung nach, für den Film, damit er funktioniert, wenn die Charaktere einem total egal sind. Kommen wir jetzt mal von der Katastrophe zu etwas ganz anderem. Und zwar, in einigen Wochen hat jemand seinen 40. Todestag. Und zwar einer der größten Komiker der damaligen Zeit, das ist Louis de Funès. Also absoluter Hammer war der bei vielen Filmen. Sein bekanntester und beliebtester unter den Fans ist und bleibt ja der Hasch mich, ich bin der Mörder. Der unglaublich, wo er ja diese wo er diese Leiche dann verstecken muss und sie dann auch eingipst und dergleichen, um jetzt nicht zu viel zu spoilern, wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Das ist ein absolutes Pflichtprogramm. Aber er hat natürlich noch viel, viel mehr in den 70ern geboten. Anfang der 80er, wie gesagt, verstarb er dann. Aber was hat er in den 70er Jahren denn Wunderbares geboten an Filmen, David? Ja, also der hat natürlich, den du jetzt erwähnt hast, zum Beispiel Hasch mich, ich bin der Mörder, ist nur in Deutschland so bekannt und berühmt durch diese Synchronisation halt mit dem Nein, doch, oh und so weiter. Das gab es ja in Frankreich nicht. Da waren andere viel, viel erfolgreicher. Ne, wenn man sich überlegt, so ein Film von 66, die große Sause, ist erst 97 von Titanic mal übertroffen worden. Der hatte 17 Millionen Besucher. Das hat er danach auch nie wieder geschafft. Ne, in den 70ern seine erfolgreichsten beiden, wenn man jetzt nach Frankreich schaut, sind Die Abenteuer des Rabbi Jakob von 73 und die merkwürdigen deutschen Titel, ne, Louis und seine unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen von 78. Das ist der vorletzte Teil der Cruchot-Abenteuer des Gendarmen von Saint-Tropez. Ist er natürlich auch so ein bisschen natürlich als Veralberung auf die Star Wars-Welle aufgesprungen, ne, weil Außerirdische kommen. Sensationell witziger Film, auch in der Synchronisation, aber Louis de Funès kann man auch gut auf Französisch gucken, vorausgesetzt man versteht das. Da ist der Humor noch mal ein bisschen anders, teilweise ein bisschen subtiler als auf Deutsch. Deutsch ist ja dann doch eher so platt, ne? Gute Filme hat er einen nach dem anderen gedreht eigentlich. Der einzige zum Beispiel, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, weil es zu lokal und ortsgebunden ist, ist Balduin der Sonntagsfahrer. Diese, wo der der auf dem Baum hängen mit dem Auto drin, den fand ich halt nicht so gut, weil es da nicht so viel Möglichkeiten gibt für ihn zu reagieren auf die Umwelt, die er um sich rum hat. Da sind halt nur drei Charaktere in einem Auto drin. Deshalb schwierig. Und sonst leben die Filme ja davon, dass er auf sein Gegenüber, sei es ein Untergebener, sei es die Putzfrau, sei es ein Einbrecher oder irgendwer, reagiert. Und das ist ja das, was die Filme so gut macht. Ne? Da gibt es auch so sehr bekannt Brust oder Keule als Restaurantkritiker. Sensationelle Filme. Und die Situationskomik, die teilweise vor Ort noch entwickelt haben, bei Hasch mich, ich bin der Mörder, da gibt es so einen Koffer-Gag. Den hat der Louis de Funès mit der, die häufig seine Frau gespielt hat, Claude Jensac, vor Ort mal eben so entwickelt und dann haben die das gedreht und das ist eine der besten Szenen des Films. Ne? Die finde ich spaltet die Gemüter, ist schon klar, gefällt nicht jedem. Ist trotzdem für jemanden, der in den 80ern, 70er, 80ern aufgewachsen ist, Pflichtprogramm, weil das waren halt die Komödianten, wie mit zusammen mit Terence Hill und Bud Spencer, die man einfach sehen musste, die jeder gesprochen, über die jeder gesprochen hat am Schulhof, überall. Ich weiß noch, dass das Filmvorführungen im Klassenrahmen gab, in denen Louis de Funès-Filme gezeigt wurden. Oder Landkino gab es damals noch, da wurden Louis de Funès-Filme gezeigt. Das war einfach so, daran hat man sich, damit ist man aufgewachsen. Louis de Funès hat das ganz Spezielles, er ist ja als Person eigentlich so eine lebende Cartoon-Figur. Er bewegt sich ja nicht einmal wie ein echter Mensch. Er bewegt sich so rasant und hektisch, wie es einfach typisch für Cartoons war schon damals. Von der Art her ist er sogar das lebende HB-Männchen. Ich weiß nicht, wer den noch kennt. Das war eine Ja. Werbefigur der 50er, 60er Jahre. Der Choleriker, der einfach aufgeht. Damals wurde es als HB-Männchen bezeichnet. Louis de Funès hat ihn eigentlich verkörpert. Alles, was er anstellt, gerät völlig aus den Fugen. Er muss alles sofort, alles schnell haben und alles das Beste.
Und das überrollt ihn dann irgendwann einmal. Der Zug, den er in Gang setzt, der überrollt ihn. Und dieser typische Humor, der eigentlich fast jeden Film durchzieht, den er gemacht hat, der macht mit Sicherheit auch seinen Charme aus. Man leidet letztlich dann doch mit dem eigentlich unausstehlichen Typen, der die Gewalt verliert und dann irgendwann hat man Mitleid. Und das ist einfach schön an Le Dernier. Wenn man sich einmal reingefühlt hat, denke ich, lebt man ihn mit. Ich selbst habe Louis Dufiné, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Okay, gut, ich habe eher Terence Hill und Bud Spencer gesehen. Bud Spencer, großer Held meiner Kindheit. Es ist bei Louis Dufiné eher gewesen, dass ich ihn durch Fantomas kennengelernt habe. Ich habe nicht sehr viel von ihm gesehen und Fantomas hat mich vor allen Dingen deswegen gereizt, weil ich wissen wollte, wer dieser Mann in der Maske ist. David, wer war denn der Mann in der Maske? Jean Marais, Ah, okay. einer der größten französischen Filmstars überhaupt, also auch ein absolut empfehlenswerter Schauspieler, der zeitlebens auch dafür bekannt war, auch waghalsigste Stunts selber zu machen, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Der ist teilweise noch mit über 50 Jahren an irgendwelchen Burgwällen hochgeklettert, ohne Seil und ohne alles. Weil er gesagt hat, ja, es klappt schon irgendwie und hat auch meistens geklappt, hat sich ein paar Mal verletzt. Hat später auch Belmondo zum Beispiel beeinflusst, da auch zu den Stunts. Aber um bei Louis de Funès zu bleiben, zum Beispiel für mich der größte Komiker, den es überhaupt gegeben hat. Weil der hat so viel aus der Situation rausgeholt und auch aus seinen Grimassen und der Mimik. Das ist einfach sensationell. Und viele Sachen sind auch später von anderen aufgegriffen worden, um ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel Mr. Bean. Da gibt es ja auch so eine Szene, wo der einen Test schreiben muss. Und diese Szene ist fast eins zu eins von einem Louis de Funès Gendarmenfilm kopiert, wo die da auch für eine Beförderung in ein Auswahlverfahren absolvieren müssen. Ne? Und ja, Louis de Funès ist einfach grandios und unübertroffen bis heute, wenn man, also wenn ich mir, muss ich jetzt sagen, heutige Komik manchmal angucke, das ist meilenweit davon entfernt und zwar meilenweit nach unten, hat häufig natürlich war der auf ein Fach natürlich festgelegt und er hat auch mal im Interview gesagt, alles unter 500.000 Besucher, Kinobesucher interessiert mich schon mal nicht. Er hat aber dann trotzdem als einen seiner letzten Filme eine Molière-Verfilmung Der Geizkragen gedreht, die in Deutschland auch Louis der Geizkragen hieß, einer der am meisten gekürztesten Filme von Louis de Funès überhaupt. Von 130 Minuten bleiben auf Deutsch 75 übrig. Kann man sich vorstellen, wie gut der funktioniert? Gar nicht. Ist auch mit so ein Hauptproblem in Deutschland, dass viele französische Filme gekürzt wurden. Also auch teilweise um lustige Szenen, teilweise um Handlungsszenen und so. Und die erst Jahre später wieder erhältlich waren und dann auch zum ersten Mal teilweise. Ne? Auch die vorhin schon gesagten, zum Beispiel Hasch mich, ich bin der Mörder. Oder der kurz danach gedrehte Die dummen Streiche der Reichen, die gab es über 20, 25 Jahre überhaupt nicht. Die kamen auch nicht im Fernsehen. Ne? Und dann irgendwann haben sie einen Master anscheinend irgendwo noch entdeckt, haben das dann wieder gebracht und kurz danach gab es dann auch eine DVD oder Blu-ray jetzt. Ne? Aber über Jahrzehnte gab es das einfach nicht, ne? Weil man dachte, ja, das ist durch. Aber diese Nachfrage war sehr groß. Mir hat mal einer über so ein Internetforum eine Kopie von einer Fernsehaufführung von damals Die dummen Streiche der Reichen für 100 Euro angeboten, tatsächlich. Also eine rübergezogene Kopie. Ne? Also war schon sehr selten. Okay, wunderbar. David Dietrich, was meinst du denn zum Rekordhalter, der Grimassenschneider? Ja, ich finde, er ist das, was es gibt ja eine Handvoll Komiker. Ich finde, ob er jetzt der Beste ist, kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, aber es gibt in der Filmgeschichte ja einige Komiker und die haben erstaunlicherweise auch immer Parallelen, was sie interessiert. Und dazu gehört auch seine Art, auch Louis de Funès dazu. Sein Thema ist auch wie bei Charlie Chaplin oder anderen großen Komikern Gesellschaftskritik. Das ist ein ganz großer Punkt bei ihm, der gerne übersehen wird, dass oft Thema Arm und Reich, Geld, Not, Nöte, ne, Kapitalismus, der Wahnsinn des Kapitalismus, wie er auch in all seinen Formen entartet und sowas dann an ein paar Stücken, ja, er zeigt dann, wie was für katastrophale Folgen das hat für Umwelt, für Menschen, für die ganze Sozialstruktur, ja.
Das, was der Andreas vorhin so gut beschrieben hat, dass halt alles im Chaos versinkt, ja, und zerstört wird im Film. Und er macht es auf seine unnachahmliche Weise, ja, die nur er kann. Ne? Das ist wirklich, das kann man jetzt schwer nachstellen in irgendeiner Form, ja, das, was Chaplin halt auch als Kunstform erhoben hatte, dass man seine Figur nur schwer imitieren konnte. Und der Punkt ist allerdings bei mir, was mir besonders quält, sind zwei Filme, die aber nicht in den 70ern liegen. Das einmal von 1968, Balduin, das Nachtgespenst, wo er versucht, mit aller Gewalt diese Tätowierung dem älteren Soldaten da abzukaufen. Ja, Jean der ist Gabin. genau, der so ein seltenes Gemälde auf seinem Rücken tätowiert hatte, ne, von einem berühmten Künstler, finde ich grandios. Und 1983 auch einer der Filme, wo die Gesellschaftskritik nochmal wirklich deutlich wird. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe, der immer gern auf diese Furzwitze reduziert wird. Aber was ich viel, viel interessanter heute finde, wenn ich mir den Film angucke, ist, dass er zeigt, wie unsere Gesellschaft mit alten Menschen umgeht und dass das eigentlich das Kernthema ist, ja, dass die am Schluss fliehen, dass die Außerirdischen sogar ihnen die Chance geben, ein Stück ihrer Heimat mitzunehmen. Ne? Also das ist schon eine harsche Kritik an der Gesellschaft, die aber auch berechtigt ist, natürlich in manchen Situationen. Und das finde ich stark an ihm, ja, dass das eben nett. Es gibt Filme von ihm, die vielleicht ein bisschen flacher sind, ja, aber er hat viele starke Filme dazwischen, die wirklich dann auch wichtige Themen ansprechen. Und wirklich viele Filme auch mit Gesellschaftskritik oder auch so ein bisschen zur Völkerverständigung. Rabbi Jakob sei da mal genannt, wo ja Araber, Israelis, Juden und Muslime, alles Christen, alles durchgemischt wird und trotzdem am Ende niemand schlecht wegkommt eigentlich. Ne? Oder nimm mal die große Sause, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Auch alles großartige Filme, ne? Wie du sagst, diese Kritik an den Umgang mit den Alten in Hohlköpfe, das ist ja eigentlich nur die Kohlsuppe, wenn man es richtig übersetzt. Da geht es nichts mit Louis und irgendwas. Das ist ganz großes Kino in meinen Augen. Ne? Natürlich, wie du schon sagst, meistens reduziert auf die Furze, ne? In der Hoffnung, dass dann Außerirdische kommen. Ganz interessant ist zum Beispiel, der ist auch mal in einer Talkshow aufgetreten, auf Deutsch, gibt es auch auf YouTube am laufenden Band oder so, da kann man den auch so ein bisschen Deutsch reden hören, ne? Auch in einem alten Film, wie heißt das, das große Restaurant, also ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, Oskar hat die Hosen voll oder irgend so merkwürdige Titel haben die da immer gehabt, da ist auch eine Szene drin, wo der ja, Hitler persifliert. Und das ist auch auf Französisch, redet er dann auf Deutsch und erklärt ihm dann, wie man ein Rezept macht, ne? Mit Muskatnuss und so. Und das ist dann besonders betont. Und dann ist ein Schatten halt genau auf den Mund projiziert, der dann den Hitlerbart quasi da hinspiegeln soll. Ne? Er hat in seiner Karriere mehr als 140 Filme gedreht, teilweise Kleinstrollen. Und ab 1960 ungefähr, da war er dann wirklich auch der Hauptdarsteller und einer der absoluten Zugpferde des französischen Kinos. Die meisten Filme 60er und so, die haben alle Millionenpublikum. Also von 17 Millionen abwärts. Ja. Eine Frage, wenn Louis Défunès jetzt, das ist ja das Traurige eigentlich, wenn er in den 60ern angefangen hat, richtig Karriere zu machen und in den 80ern bereits gestorben ist, woran ist er denn gestorben? Herzversagen. Der hat ja. Mit 68 ist er an Herzversagen gestorben. Der hatte schon mal bei den Dreharbeiten zu einem Film, der nie fertiggestellt worden ist, Das Krokodil. 1974 hat er einen Herzinfarkt erlitten, die Dreharbeiten eingestampft wurden und dann hat er danach hat er Brust oder Keule gedreht und der Querkopf, die kam dann so danach und da war auch immer ein Herzspezialist mit am Dreh, um zu gucken, dass der sich nicht zu sehr aufregt, nicht zu sehr seinen ja, aus seiner Haut kommt oder ne, sich zu sehr aufregt und zu sehr Louis de Funès ist, ne? Damit er dann nicht gleich der letzte Film wird, quasi, ne? Leider ist er an sich selbst gestorben, letztlich, ja. Man Sehr hat es bedauerlich irgendwie, ja. kommen sehen. Ja. Ein echter Adliger, übrigens. Oh, Ja. hat er noch einen bestimmten Titel oder ich meine, ist Louis Défunès ein Künstlername? Ja, da kommt noch was dahinter. De Galaza, das ist so ein spanischer Adelsgeschlecht abstammend.
Er hat auch ein Schloss in Frankreich gehabt. Was man doch nicht alles weiß über den Herrn, ne? Aber ich weiß ganz Ja. genau, welchen Film ich gucken werde zu seinem Todestag. Ihr könnt es sicherlich erraten. Etwas Lustiges, lachen wir mal ein bisschen, feiern wir sein Leben am besten anstatt den Tod. Das, mal schauen, vielleicht können wir Christoph auch ein bisschen überzeugen. Ich habe heute auf jeden Fall einiges Ja, dazugelernt. ich auch. Also das, was David vor allen Dingen da gesagt hat, grandios. Also echt, Hut ab. Und da sind wir am Ende der Sendung heute. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Da freuen wir uns drauf, also im Februar. Und ich danke Andreas Pautsch, Andreas Hild, Christoph Niederberger, David Dietrich und David Höppner für die Teilnahme und ihren wunderbaren Input zu unseren drei Themen. Und bis zum nächsten Mal. Thank you.